Hi Leute, wir sind zurück, wie ihr sehen könnt. Ja, wie ihr seht, sind wir zurück. Viele haben es nicht mitbekommen, aber ich war fast 2 Wochen im Krankenhaus. Und jetzt sind wir wieder zurück und nehmen euch mit zum Einkaufen, damit ihr direkt mal wieder einen Vlog habt. Denn der Kühlschrank ist leer. Ja. Hey Leute. Hey Leute. Wir fahren jetzt zum Einkaufsladen. Denn wir brauchen Essen. Ja. Bevor wieder dumme Fragen können, die wir schon 1 Million Mal beantwortet haben. Warum Luke kein Auto fährt? Weil er keinen Führerschein hat. Er wurde ihm weggenommen, weil er sich ungern an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält und mit etwa 100 km/h zu viel geblitzt wurde. Ja, Leute, es kann schnell gehen, deswegen fahrt echt langsam. Guck mal, wie die fahren. Ich schwör's euch, Fahrräder muss man einfach so rammen, damit die mal richtig auf die Fresse fliegen und ihre scheiß Drahtesel wegschmeißen. Ohne Scheiß. Jetzt hatte ich gerade fast eine umgebracht, Leute. Falls unter euch welche Fahrrad fahren. Wir... Recht ist frei. Ja? Ja. Mach schnell. Geil. Cool. Also falls unter euch Fahrradfahrer sind, ihr müsst wissen, alle Autofahrer... Nehmt euch den Strick, Motherfucker. Alle Autofahrer hassen euch. Beseitigt euch selbst. Es ist leider so, Leute. Warum fahren die immer auf der Straße und nicht und auf ihrem allem, Fahrradweg? Und vor allem, wenn ein Fahrradweg vorhanden ist, ist es Pflicht für die Fahrräder, auf dem Fahrradweg zu fahren. Das weiß ich, das habe ich in der Fahrschule gelernt. Das könnt ihr auch googeln. Es ist definitiv Pflicht. Guck mal. Aber anscheinend ist es ihnen scheißegal. Leute, wir werden uns noch eine Cam holen, wo wir es umdrehen. Ey, wir haben 100.000 Abonnenten geknackt! Aber da wird auch noch ein 100.000 Abonnenten-Special kommen. Und wir haben gesagt, ab 100.000 Abos wird alles anders. Wir brauchen eine neue Cam, wir brauchen ein MacBook, wir brauchen und brauchen und brauchen. Ja, Mann. Und es gibt ja immer so viele, die sich immer darüber beschweren, dass man Produktplatzierungen macht. Aber wir werden euch mal zeigen, wie teuer die Sachen sind, damit ihr eine bessere Videoqualität habt. Mann. Deswegen werden wir euch mitnehmen zu Saturn und euch zeigen, dass wir aus eigener Tasche ca. 2.500 Euro bezahlen werden. Aus unserer Tasche, von dem Geld, wofür wir arbeiten, damit wir für euch bessere Videos machen. Ja, nur damit ihr mal begreift, dass YouTuber für sowas manchmal eine Produktplatzierung brauchen, weil das einfach nicht wenig Geld ist. Und yep. Das ist nichts, wovon wir was haben, das ist nur was, wovon ihr was habt. Und uns ist es scheißegal, ob die Videos gut oder schlecht sind, wie das Licht ist, euch aber nicht. Und da ihr wisst, dass das Wetter wieder besser geworden ist, können wir endlich unsere Sneaker tragen, die ganze Zeit in den scheiß Boxen chillen. Komm, verpiss dich mal, ey. Diese Radfahrer, ganz ehrlich. Ohne Scheiß, Mann. Überflüssigstes Volk. Leute, das macht einen so aggressiv. Ja, Mann, Parkplätze. So, wir sind da und jetzt nehmen wir euch mit zum Einkauf. Wir werden jetzt einen Großeinkauf machen, weil wir verfickt nochmal nichts im Kühlschrank haben. Wenn ich nicht zu Hause bin, geht Lou nicht einkaufen, weil er keinen Bock hat. Zu laufen. Nicht, weil ich ihm etwa fehle oder so. Nein, ich bin einfach nur sein Chauffeur. Und deswegen gehen wir jetzt einkaufen. Let's go! Bis gleich. So, wie ihr wisst, ist Kaisers unser Ziel. Wir lieben Kaisers, weil wir da bis 24 Uhr einkaufen können. Und wir hatten heute bis 20 Uhr Dreh, deswegen können wir nicht in die normalen Läden. Hier ist Baby Lou. Und ja, wir werden uns gleich drin wieder melden. Wir brauchen trinken, Bu. Guck mal, ihr werdet es nicht glauben, aber ja, Lisha und Lou kaufen sich frischen Bio-Basilikum. Das riecht so lecker und ist so lecker. Wir wollen uns heute strammen Max machen, aber ohne Speck. Wir nehmen dafür Hühnersalami und wir zeigen euch nachher, wie wir das machen. Das ist so lecker. Und frische Cherry-Tomaten. Die kleinsten sind die leckersten. Ja, Mann, aber ganz rot müssen die sein. What the fuck? The Tuts! Du, vielleicht gibt's hier das Aloe Vera. Ja, das müsst ihr geben. Leute, Aloe Vera haben wir letztens bei irgendjemandem mal flüssig, in der flüssigen Form gesehen, zum Trinken. Und Aloe Vera soll sehr, sehr gut und heilend sein. Wo vielleicht hier? Nee, grüner Tee, Trauber. Wir suchen mal. Lou haut mal wieder ab. Zu den Pfandflaschen. Hofft wahrscheinlich, dass er noch eine Pfandflasche findet. Willst du Orangensaft? Orange. Ja, aber vielleicht hier hohes C oder so. Aber hohes, ja?
Was haben wir denn da? So, wir haben Mini-Mozzarella-Stücke geholt. Die sind passend zu den kleinen Cherry-Tomaten. Die schmecken zusammen. Gartenkräuter müssen wir noch holen. Stimmt, haben wir nicht mehr, ne? Nee. Und Tortellinis liebe ich sehr. Deswegen habe ich Gorgonzola-Käse, Tortellinis geholt. Die sind überlecker. Und dieser Nudelsalat hier, Leute, ist der einzige Nudelsalat ohne Schwein. Und der schmeckt anormal lecker. Also wenn ihr Nudelsalat wollt, holt euch genau den. Das ist italienische Art. Und da ist nur Paprika, Karotte und Balsamico drin, also kein Fleisch. Hier und die probieren wir zum ersten Mal. Pasta Arrabbiata, die haben wir einfach so mal mitgenommen. Die sollen lecker sein. Probieren wir einfach mal. Gesunde Ernährung ist nicht mehr. Wir lieben. Das ist ja nicht so. Ja, aber das Leben ist zu kurz, ganz ehrlich. Wir lieben nichts mehr als Essen. Es ist ja jetzt nichts Ungesundes. Und solange wir nicht davon zunehmen, dürfen wir essen, was wir wollen. Ganz ehrlich, die ganzen YouTuber gehen einkaufen, tun einen auf, die holen Gemüse und Müsli und dann bezahlen sie es nicht an der Kasse und gehen zu McDonald's, Alter. Wir sind die Einzigen, die ehrlich bei sowas sind, ich schwör's dir. Lass uns Gartenkräuter holen. So Leute, weiter geht's. Kennt ihr diese kleine Milch hier? Hier steht zwar alles auf Arabisch, aber verfickt lecker. Dann haben wir hier Puten, Schinken und Hähnchensalami. Und immer hinten rauf gucken, ob da Schweinespeck ist. Leider passiert das manchmal, ist hier aber definitiv nicht der Fall. Dann haben wir unsere, wie heißen die, Rustipani? Mhm. Rustipani Lieblingsbrote für den Ofen. Die sind so lecker. Das hier mit geräuchertem Käse ist das krasseste. Sehr lecker. Na, fettarm ist es nicht unbedingt. Meinst du? Dann hier 3 Käse-Piccolinis, die sind auch abnormal lecker. Unsere gesalzene Butter und unsere 0,1% Fettmilch. Beste Milch ever. Ja, also wie ihr merkt, im Krankenhaus habe ich sehr viel Hunger auf vieles bekommen und das hole ich jetzt nach. Ich muss wieder. So Leute, hier haben wir Freilandhaltung, aber wollen wir lieber die 12er nehmen oder 10er? Ja, nimm 10er oder 12er Minimum. Nee, 12er gibt es gar nicht, fällt mir gerade auf, es sind 10er. So, 10 frische Freilandhaltungseier. Ich kontrolliere die immer, ob die festkleben oder kaputt sind. Oder Kacke dran. Hatte ich alles schon. Ja, man, wer will Eier mit Kacke dran? Ne? Du holt gerade unser Lebenselixier. Salt. Leute, wir lieben Salz. Ihr wisst, alles versalzen, alles verpfeffert. Langsam wird es hier voll. Natürlich brauchen wir auch was fürs Kacken. Fürs Kacken. Komm, Lou will unbedingt, dass ich euch seine cremefarbenen Schuhe zeige. Kleine Ballerina. Ja. Du bist so mittel. Jetzt geht er sich wieder seine Kekse holen. Leute, ich liebe diese Gummiteile hier. Davon nehme ich mir auch 2 Packungen mit. Und eine. Nimm, kannst du nehmen. Kannst du ruhig. Bitte. Die sind so unglaublich lecker. Dann nehmen Sie mit? Ja. Das sind die leckersten Chips, Leute. Aber irgendwie reißen davon meine Lippen auf, ey, weil es zu sauer ist. Die sind halt mit Essig, oder? Es ja. Ist Essig? Überlecker mit Salz. Aber lecker, ja. Oh, was meinst du, ob die hier schmecken? Ich meine, die schmecken besser? Ich weiß nicht, wir können es ja mal ausprobieren. Rosmarin, Salt. Rosmarin? Rosmarin. Rosmarin. Leute, wisst ihr, was ich liebe? Pompomlipper? Pombeer. Das sind die geilsten überhaupt. Ich liebe die. Aber nur die Originalen, die da. Die mit Ketchup sind bescheuert. Wisst ihr, was ich nie verstehe? Warum die Originalen rot sind und die mit Ketchup grün? Es müsste ja theoretisch genau andersrum sein, weil Ketchup rot ist. Völlig bekloppt. Du wirst dich wahrscheinlich heute auch noch irgendwann entscheiden. Zeigst du uns für was? Das die mit Meersalz und Pfeffer waren auch geil. Ja. Ja. Sollen wir die nehmen? Ja. Aber wir müssen Neues probieren. Guck mal, vielleicht wie finden voll. Wir was Besseres. Das ist Katzensteine für Lennox seine Toilette. Leute, Lennox hat morgen sein erstes Fotoshooting. Er ist jetzt Hundemodel. Er wurde entdeckt. Puh, ich nehme entweder das mit Balsamico. Was ist Balsamico? Das, was wir gekauft haben. Schmeckt es? Ja. Das, was wir frisch gekauft haben. Oder haben wir Basilikum? Wir haben Basilikum geholt. Okay, Balsamico bin ich mir nicht sicher. Was ist das?
Komm, jetzt entscheide dich mal langsam. Sagst du das oder das? Ich habe jetzt entschieden und habe die von Lorenz Hofchips mit Sauerrahm und Schnittlauch. Mal schauen, wie die werden. Lou ist noch nicht so begeistert, aber wir werden sehen. We will see. Hallo, hallo. Hey Leute. Wie ihr gesehen habt, waren wir jetzt einkaufen. Und haben echt coole Sachen geholt. Unser Kühlschrank wird jetzt wieder voll. Wir werden euch zu Hause zeigen. Für die, die nicht wissen, was ein strammer Max ist, werden wir das Gericht zu Hause machen. Das ist so unglaublich lecker. Das kennen viele aus der Kindheit, glaube ich. Ja, aber meistens ist es Schweinefleisch. Aber wir essen ja kein Schwein. Deswegen müssen wir das anders machen. Wir haben Chicken. Aber wir haben guten Ersatz. Wir haben Hähnchen-Schinken, Putenschinken bekommen. Ich glaube, das wird gut. Ja, das wird richtig cool. Guck mal, wir haben uns heute eine weiße Tasche geholt. Das ist so eine, ihr kennt ja diese Beuteltasche, ne? Wir haben heute auf dem Kudamm so viele Leute getroffen, die mit uns ein Foto gemacht haben. Ja, Mann. Konnten das gar nicht glauben. So viele an einem Tag, an einem Ort, haben wir noch nie getroffen. Wirklich noch nie. Das war unglaublich. Das war wirklich jede Sekunde. Aber sowas ist cool. Also wir freuen uns immer, wenn die sich trauen, uns anzuquatschen. Also, uns stört das auch nicht, wenn jemand irgendwo vor unserer Haustür wartet. Das Einzige, was wir nicht mögen, ist, wenn man bei uns klingelt und uns nicht die Möglichkeit gibt, selber zu entscheiden, ob wir gerade Lust darauf haben oder ob wir keine Lust darauf haben. Ja, genau. Und das ist ein Riesenunterschied. Wie oft kommen wir nach Hause und dann stehen da wirklich 10, 20 kleine Mädchen und schreien hysterisch Lisha und Lou. Und da gehen wir natürlich nicht dran vorbei. Da freuen wir uns, gehen hin, machen Bilder, weil wir selber entscheiden. Ja. Aber dann gibt es auch die, zum Beispiel, ich war gerade mal einen Tag aus dem Krankenhaus, war noch richtig neben der Spur. Und auf einmal klopft es einfach an der Tür und da stehen welche. Und ich finde, sowas geht gar nicht. Ja, Mann, wenn man zum Beispiel gearbeitet hat den ganzen Tag, will man einfach nur schlafen, wisst ihr. Und wenn es dann jede Sekunde klingelt an der Tür, ist es wirklich schon sehr anstrengend. Deswegen sind wir auch ganz froh, wenn wir hier bald weggezogen sind. Mhm. Und dann werden wir definitiv keine Videos mehr machen, wo man auch nur erahnen könnte, wo wir wohnen. Weil manches geht einfach zu weit. YouTuber sind ganz normale Menschen und wir geben schon so viel Preis von unserem Leben, das sollte auch irgendwann genügen. Und wenn es so weit ist, dass man schon dazu gezwungen wird, seine Privatsphäre aufzugeben, dann ist irgendwann die Grenze erreicht. Bei aller Liebe. Da hat sie recht. Ja. Ihr würdet ja auch nicht wollen, dass jede Sekunde jemand bei euch klingelt. Um Gottes Willen, das will kein Mensch. Und euch immer wieder weckt. Das will kein Mensch. Das ist echt. Ich weiß. Das Allerschlimmste ist sonntags. Oh. Sonntag hat meine Mutter mir beigebracht, nicht mal bei meinen Freundinnen anzurufen, weil sie immer gesagt hat, Ruhetag. Mein Kind, die Eltern wollen Ruhe, die arbeiten, ihr könnt morgen besprechen, was ihr voneinander wollt. Meine Mutter hat mir nie erlaubt, meine Freundinnen am Sonntag anzurufen. Oh, da ist doch eine Einfahrt. Nein, da hinten, guck mal, wo wir vorhin geparkt haben schon. Ach so. Und so habe ich das gelernt, beizubehalten, dass ich Menschen sonntags in Ruhe lasse. Ich rufe niemanden am Sonntag an, sowas macht man einfach nicht, weil das ist Ruhetag. Aber es gibt halt welche, keine Ahnung, was da los ist. Boah, wenn wir jetzt da reinfahren, wird der andere im Weg sein, weißt du, ne? Aber das kann uns egal sein. Ja, das ist uns ja Schnuppe, wir sind ja richtig. Leute, Parkplätze zu finden ist zurzeit auch richtig. Wir können es immer noch nicht glauben, dass wir die 100.000 Abos geknackt haben. Und wir müssen keinem Wichser der Welt Danke sagen. Das ist das beste Gefühl auf der ganzen Welt. Wir haben alles alleine geschafft mit euch. Und wir brauchen niemanden, der uns pusht oder uns hilft. Wenn ihr Features machen wollt, Leute, unter euch, die YouTuber sind oder werden wollen, wartet zuerst, bis ihr euch selber was erarbeitet habt und dann macht Features. Ansonsten heißt es später immer... Ja. Genau. So oder macht Futures mit welchen, die auf demselben Level sind. Ja. Also wenn jetzt jemand kommen würde mit so ab 60.000 Abonnenten und der sagen würde, komm, Lisha, Lou, ich hab Bock, was mit euch zu machen, dann würden wir vielleicht auch sagen, ja, komm, lass uns was machen. Aber jemand mit 200.000, 300.000, 400.000 Abonnenten auf gar keinen Fall. Dann lieber ein bisschen weniger als wir, als mehr. Aber trotzdem, Lisha und Lou sind so die Wölfe auf YouTube. Wir brauchen diese ganze Netzwerk-Scheiße nicht. Alle machen auf Freunde, alle lieben sich. In Wirklichkeit hasst sich jeder. Wir sind Wölfe und wir laufen nicht mit Schafen. Wir fressen sie. Jetzt gehen wir nach oben. Wir haben viel zu tragen. Und dann sehen wir uns oben gleich wieder. P.
Peace. Irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ach so! Die Video Days sollten in Berlin ja eigentlich im Mai stattfinden. Aber die wurden verschoben auf Oktober. Deswegen haben wir gesagt, werden wir in den Sommerferien unser erstes Zuschauertreffen machen. Und wahrscheinlich werden wir da sogar begleitet von RTL 2. Wir müssen aber erstmal gucken, wann genau wir das machen. Und wo genau? Und wo genau? Aber wir müssen erstmal die Stadt Berlin um Erlaubnis fragen. Und 100.000 Abonnenten sind da jetzt nicht so wenig. Das kann schon eskalieren bei der Zahl. Und deswegen müssen wir erstmal um Erlaubnis bitten. Und dann werden da Sicherheitsleute aufgestellt und solche Sachen. Das können wir leider nicht entscheiden. Das machen die selber ab einer bestimmten Abozahl. Und dann wird das schon. Auf jeden Fall freuen wir uns so krass, endlich so viele Leute wie möglich zu sehen von unserer LL Army. Auf jeden Fall, wir sagen euch im Voraus schon mal, nicht benehmt euch, aber bitte achtet auf die Jüngeren unter euch. Also, so weit ist das doch noch gar nicht. Aber doch, wir können das schon jetzt sagen. Bitte achtet auf euch untereinander und macht keinen Scheiß. Nicht, dass ihr euch gegenseitig haut. Kommst du noch? Der ist einfach weg. Ach, Arschloch. Bis gleich. So, was brauchen wir für den strammen Max? Graubrot, Butter, Gouda. Dann, die Schwein essen, nehmt am besten den Räucherschinken oder wie der heißt, geräucherten Schinken. Rohschinken ist das bei euch, glaube ich. Und wir nehmen Putenschinken oder Hähnchensalami. Dann 4 Eier, frische Zwiebeln, Salz, Pfeffer, ganz wichtig, und vielleicht noch frisches Basilikum. Und jetzt werde ich anfangen, diese Scheiben in einer Pfanne mit Butter zu braten, von beiden Seiten. So. Ich habe beide Seiten von dem Brot mit Butter beschmiert, und das nicht zu wenig, Leute, damit das richtig schön angebraten wird jetzt und die Butter richtig in das Brot reinzieht. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt brate ich in ein bisschen Butter auch den leckeren Putenschinken an. Den müsst ihr euch holen, der ist von Gutfried und der schmeckt so lecker, ich konnte es gerade nicht glauben. Das ist der hier luftgetrocknet und der schmeckt pervers. So, meine Brote sind dabei, richtig gut zu werden. Die müssen knusprig sein, so sollte das dann aussehen. Und die sollten ein bisschen hart sein, nicht mehr ganz so weich, damit die wirklich knusprig und lecker sind und schön in Butter getränkt. Nicht damit geizen, das ist sehr wichtig für den Geschmack. Das Brot ist jetzt perfekt. Genau so sollte es aussehen. Jetzt kommt es auf den Teller, während der Schinken noch gebraten wird. Und sobald der Schinken fertig ist, werden die Eier reingekloppt und dann haben wir schon fast alles. Auf das heiße Brot kommt jetzt eine Scheibe Gouda rauf. So, einfach drauf. Und jetzt nehme ich auch den Schinken schon runter und der Schinken kommt drauf. Und in der Zeit kloppe ich jetzt hier Eier rein. So, ganz normales Spiegelei. Schön würzen mit Salz und Pfeffer. Gewürze sind immer das A und O. Also Lou und ich lieben Gewürze und ohne Gewürze geht bei uns gar nichts. Es gibt aber auch Leute, die mögen es weniger. Also würzt es einfach so, wie ihr es am liebsten wollt. So, wenn das Ei hier gleich fertig ist, ist schon alles geschafft. Dann zeige ich euch nur noch, wie man es zubereitet und dann werdet ihr es richtig genießen. So, jetzt kommt das jeweilige Ei nur noch drüber. Ihr seht, Schinken, Käse ist schon alles drauf. Krass. Oh, Moment, das kann auch noch darauf. Halt weiter drauf. Oh my gosh. Und dann könnt ihr das natürlich noch mit frischen Zwiebeln versüßen. Bisschen, wie nennt man das? Bestreuen. So. Damn. So, Leute. Das ist der stramme Max. Leicht zu machen, mega lecker. Und ich bin mir sicher, Lou wird es lieben. Er kennt es noch nicht, aber so schaut das aus. Man isst es mit Messer und Gabel. Ich gönne es mir jetzt, Leute. Haut rein. Ja.